herzlich willkommen auf meinem Kanal Marzis Welt. Heute möchte ich euch zeigen, was in den Adventskalender meiner Tochter kommt. Aurelia ist jetzt 20 Monate alt und sie bekommt zum ersten Mal einen Adventskalender und ich bin sehr gespannt, ob sie bereits versteht, was da passiert. Und wenn ihr auf der Suche seid nach kleinen Geschenkideen, die in einen Adventskalender passen, dann bleibt doch einfach dran. So, und hier seht ihr den Adventskalender. Wie ihr seht, ist es eine lange Schnur, an den Säckchen hängen, mit den Zahlen 1 bis 24. Den hat meine Schwiegermama für Aurelia genäht. Ich finde ihn super, super hübsch. Und als kleine Überraschung hat sie sogar schon ein paar Säckchen gefüllt. Da kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen, was drin ist. Das werden wir dann erst an den entsprechenden Tagen erfahren. Aber jetzt werden wir zusammen die restlichen Türchen füllen und mal gucken, ob wir dann noch den Rest mit Süßigkeiten auffüllen müssen oder ob es schon reicht, was wir besorgt haben. Als erstes habe ich so eine Toni-Figur besorgt. Das sind die Tonis Weihnachtslieder. Wir haben bereits die Schlaflieder und die Bewegungslieder und sind mit denen sehr zufrieden. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, noch mehr Auswahl zu haben und die Kinder so an Weihnachtsmusik heranzuführen. Als nächstes habe ich ein Set Autos und noch eine Ampel. Das werde ich auf die Türchen irgendwie aufteilen. Da muss ich noch mal gucken, wie wir das genau verteilen. Meine Tochter liebt ja Ketten und damit sie endlich eine eigene hat und nicht immer meine Kette benutzen muss, habe ich ihr eine Kinderkette gekauft. Das ist aus Holzperlen und hat einen elastischen Gummi, sodass sie die auch gut selber über den Kopf kriegt. Als nächstes habe ich noch ein kleines Sortiment an Schleichtieren besorgt. Einmal ein Fuchs, dann einen Igel und einen kleinen Dackel. Seit neuestem sind Puppen bei uns eingezogen und dafür gibt es noch ein kleines Zubehör. Und zwar ist das eine kleine Puppenwindel zum Spielen. Ich weiß nicht, ob eure Kinder auch so Peppa-verrückt sind. Hier haben wir jedenfalls einen sehr großen Peppa-Fan zu Hause. Und für den großen Peppa-Fan gibt es die Familie Wutz. Das sind kleine Plastikfigürchen. Die können die Arme bewegen, die Beine. Das heißt, sie können sitzen. Oder zumindest so etwas in der Art wie sitzen. Bup. Hier, die Peppa kann sitzen. Und die können stehen. Und gerade wo es jetzt mit Rollenspielen losgeht, ist das sicher ein gutes Geschenk. Auch die werde ich natürlich auf die verschiedenen Türchen verteilen. Als letztes habe ich noch diese süße Spieluhr besorgt. Ist natürlich nicht echt, hat aber einen Zeiger, den man selbst verdrehen kann. Und hier ein elastisches Band, damit es auch über den Arm zu ziehen ist. Ich finde den Frosch auch sehr süß und ich glaube, es ist auch ein Geschenk, wo sich die Kinder im Adventskalender sehr drüber freuen werden.
So, meine Sachen haben jetzt genau bis Nummer 24 gereicht. Nummer 24 muss ich noch was Kleines besorgen. Da wird wahrscheinlich einfach ein bisschen Schokolade reinkommen. Am Heiligabend gibt es ja genug Geschenke so. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video zum Adventskalender gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was bei euch in den Adventskalender kommt. Und befüllt ihr selber oder habt ihr einen fertig gekauften Adventskalender? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis bald. Tschüss.